Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Und in diesem Video möchte ich dir mein neues Heft vorstellen, das da heißt Hanon für Kontrabass-Tuba in drei Bänden. Warum in drei Bänden? Ich habe das schon mal aufgelegt, einen ersten und einen zweiten Band, und die haben sich eigentlich immer gut verkauft. Und der dritte Band war jetzt irgendwie die ganze Zeit noch offen und ich bin nicht dazu gekommen, ihn aufzuschreiben. Jetzt habe ich ihn endlich aufgeschrieben und habe ich gedacht, dann veröffentliche ich sie doch gleich alle drei zusammen. Und dann kommen wir nämlich durch alle Tonarten durch und dann kannst du praktisch in einem Band alle Übungen direkt kaufen. Und sparst sogar noch ein bisschen Geld. Ich glaube, die alten Hefte haben immer so um die 11, 12 Euro gekostet. Und das hier kostet jetzt nur 16 Euro bei Amazon. Und wenn du es als E-Book kaufst, direkt auf tubalernen.de, dann nur 9 Euro. So, was will ich dir aber mit diesem Buch beibringen, beziehungsweise was kannst du aus diesem Buch lernen? Darum geht es heute in diesem Video. Und wenn du das Heft für andere Schreibweisen brauchst, also ich habe es ja jetzt für Kontrabass-Tuba aufgeschrieben, das heißt für B- oder C-Tuba, von der B-Tuba aus gedacht, weil ich B-Tuba spiele, und natürlich im Violinschlüssel in C. Wenn du es brauchst im Bassschlüssel in C, wenn du es brauchst im Violinschlüssel in B zum Beispiel oder im Violinschlüssel in S, dann schreib mir einen Kommentar unter das Video, oder wenn du zum Beispiel sagst, ich will das eigentlich schon haben, aber für Kontrabass-Tuba ist mir das zu tief, ich will das auf der Bass-Tuba spielen, auf der F-Tuba oder auf der S-Tuba, dann schreib mir auch das in die Kommentare und dann schaue ich mal, wenn ich Zeit habe und wenn sich das lohnt, dass ich das eben entsprechend noch umschreibe für andere Tuben und in andere Schreibweisen. So, jetzt geht's aber wirklich los. Hanon für B-Tuba bzw. für Kontrabass-Tuba, worum geht es in dem Heft? Charles-Louis Hanon war ein Klavierspieler, ein Klavierlehrer und Klaviervirtuose, und der hat eine Schule rausgebracht, das war im 19. Jahrhundert, und die hieß der Klaviervirtuose. Und in dieser Schule waren Übungen drin, die für die Fingergeläufigkeit gedacht waren, und ich glaube, das waren 60 Übungen in diesem Heft. Und diese 60 Übungen sind alle recht kurz, und die Idee ist quasi, dass ein geübter Pianist diese 60 Übungen in einer Stunde durchspielen kann und dann eben optimal geläufige Finger hat. Und da ich das in meinem Klavierunterricht gespielt habe, habe ich mich daran erinnert und habe gedacht, das wäre doch auch was für Tuba. Auch da kann man Geläufigkeit üben, aber da geht es eben nicht alleine um die Finger, sondern da geht es vor allen Dingen um die Synchronisation von Fingern und Zunge, dass das wirklich gleichmäßig passiert. Und das ist das eine, und das andere ist, ich wollte nicht alle Übungen in C-Dur haben, so wie das in dem Originalheft eben von Charles-Louis Hanon ist, sondern ich habe mir gedacht, ich mache das in verschiedene Tonarten. Und in dem ersten Band sind es eben recht einfache Tonarten oder Tonarten, die uns eben geläufig sind. Das fängt an mit B-Dur, dann kommt F-Dur, dann kommt S-Dur und dann kommt C-Dur. Und dann habe ich natürlich in den nächsten Bänden die schwereren Tonarten genommen. Das heißt, im Band 2 fangen wir dann an mit As-Dur, dann kommt G-Dur, dann kommt Des-Dur und dann kommt D-Dur. Und im dritten Band kommen dann eben die richtig schweren Tonarten Ges-Dur und Fis-Dur, also enharmonisch verwechselt, A-Dur, H-Dur und E-Dur. Sodass wir praktisch alle 12 Tonarten, zumindest die Dur-Tonarten, hier in diesem Heft abgedeckt haben. Wie sieht nun so eine einzelne Übung aus? Diese Übungen sind 16-Übungen. Du kannst dir übrigens eine Vorschau runterladen, wenn du auf tubalernen.de bist. Und da kannst du dir das so ein bisschen angucken. Diese Übungen sind eigentlich recht einfach. Und ich spiele jetzt einfach mal eine vor, die erste, und nehme mal ein gemütliches Tempo. Also es sind einfach 16-Übungen. Die sind im Grunde genommen nicht schwer zu spielen.
Schwierig sind sie natürlich aufs Tempo zu bringen. Und es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man eben damit umgehen kann. Aber jetzt vielleicht erstmal noch, wofür sind sie eigentlich da? Also zum einen, das habe ich ja schon gesagt, die Synchronisation von Finger und Zunge. Und das würde ich motorische Geläufigkeit nennen. Und das andere ist eben das Üben der Tonarten. Und das würde ich mentale Geläufigkeit nennen. Das heißt, es geht bei diesen Übungen zum einen darum, wirklich hier fit zu sein und zum anderen darum, Noten möglichst schnell erfassen zu können und dann eben dieses Erfassen, was im Kopf passiert, so schnell wie möglich umsetzen zu können, dass dann eben der gewünschte Klang rauskommt. Also, wie üben wir das Ganze? Es gibt die eine Möglichkeit, das zu machen, was ich eben gerade gemacht habe, und das ist praktisch einfach das Durchspielen. Und mit diesem Durchspielen gehen wir besonders auf diesen Punkt mentale Geläufigkeit ein, weil wir da eben lernen, einfach vom Blatt die relativ schnellen Sachen zu spielen. Ich kann jetzt zum Beispiel mal die zweite Übung machen. Die habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob die einfach so vom Blatt klappt. Aber das ist jetzt so eine Sache, wo ich mich jetzt mental praktisch fit mache. Und so weiter. Jetzt habe ich gemerkt, es sind überhaupt keine Fehler passiert. Das heißt, ich kann es eigentlich noch ein bisschen schneller machen und mich praktisch wirklich so an die obere Grenze bringen, um einfach dieses schnelle Reagieren zu üben. So, jetzt sind ein paar Fehler passiert, das heißt, jetzt war ich so an meiner oberen Geschwindigkeitsgrenze und damit lerne ich eben super, super gut, einfach Noten schnell umzusetzen. Das ist die eine Möglichkeit, das heißt einfach Sachen durchspielen. Die andere Möglichkeit, und damit trainieren wir eben viel, viel mehr die motorische Geläufigkeit, das heißt das Umsetzen und vor allen Dingen, dass die Zunge und die Griffe so gut wie möglich synchronisiert sind. Und das machen wir, indem wir mit den Übungen spielen. Also spielen, kreativ damit spielen, wie ein Spielkind. Und das können wir in verschiedenen Arten und Weisen machen. Also eine Möglichkeit ist natürlich das gute alte Üben in vier Rhythmen. Dazu habe ich ja schon mal einen Blogartikel gemacht, an der Stelle hier oben verlinkt. Üben in vier Rhythmen ist quasi, du fängst dann an mit dieser ersten Übung und spielst das punktiert, das heißt eine punktierte Achtelnote und dann eine Sechzehntel und dann wieder eine punktierte Achtel und eine Sechzehntel, dann klingt das Ganze so. Oder du drehst es dann um, dass eben die Punktierung rückwärts läuft, das heißt, du hast erst die Sechzehntelnote und dann die punktierte Achtel, dann klingt das so. Der dritte Rhythmus ist dann eben eine lange Note und dann drei schnelle, das heißt eine Viertelnote und dann drei Achteltriolen. Und der vierte, das dann eben wieder umgedreht, zuerst die Triolen und dann eben die lange Note. So, aber auch das ist jetzt noch relativ systematisch. Das Gute an diesem Üben in vier Rhythmen ist eben, dass wir jeden Ton einmal langsam und einmal schnell spielen, beziehungsweise jeden Tonwechsel einmal langsam und einmal schnell und dass wir so praktisch das Motorische optimal üben können. Wenn wir es noch ein bisschen gehirngerechter haben wollen, dann gehen wir noch viel kreativer ran. Das heißt, wir machen dann irgendwie einen ganz anderen Rhythmus draus. Keine Ahnung, zum Beispiel sowas. Oder irgendwie alles geswingt. Oder wir machen zum Beispiel abwechselnd Staccato-Noten und Tenuto-Noten. Oder irgendwie ganz verrückt. Oder
wir machen dynamische Veränderungen. Oder andersrum. Wenn wir so mit diesen Übungen umgehen, dann üben wir wirklich gehirngerecht, weil es ist spannend, es macht Spaß und wir üben diese Tonwechsel eben einfach sehr, sehr genau ein. Und wir können das Ganze auch sehr, sehr langsam üben und dann total wirklich absolut darauf achten, dass der Tonwechsel wirklich immer genau mit dem Zungenanstoß gleichzeitig kommt. Dazu habe ich letztens auch schon mal ein Video gemacht zum Thema Tonleiterübungen. Das kann ich dir auch gerne an dieser Stelle hier oben verlinken, wo es wirklich darum geht, dass man das super synchronisiert. Ja, also dafür ist dieses Buch da. Wenn dich das interessiert, dann probier doch zum Beispiel diese Übungen, die es in der Vorschau gibt, einfach mal aus. Und dann kannst du entweder auf tubalernen.de gehen, das ist der erste Link unten unter dem Video, wo du das Buch kaufen kannst als E-Book für nur unschlagbare 9 Euro. Oder du gehst auf Amazon, das ist der zweite Link in der Beschreibung, und bestellst dir das Buch als ja, gedrucktes Buch. Ich habe es jetzt als Ringbuch rausgegeben, einfach aus dem Grund, weil man Ringbücher eben so toll auf den Notenständer legen kann. Und dann kriegst du eben dieses schöne Buch in Print und hast da eben diese 3x16 Übungen drin. Es ist eine Auswahl aus den Klavier, aus den Original-Klavierübungen von Charles-Louis Anon. Und ja, damit machst du dich eben technisch richtig fit. Technische Souveränität mit 3x16 Übungen für Geläufigkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich dir natürlich wie immer viel Erfolg beim Tuba-Üben und tschüss. Hi, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann wird's aber Zeit. An dieser Stelle findest du mein neuestes Video. Hier findest du ein Video, das für dich besonders interessant ist. Und wenn du ansatztechnisch richtig fit werden willst, dann solltest du mal hier schauen, denn hier findest du meine 30 Tage Buzzing Challenge. Du hast die Wahl. Lass uns die Tuba zum Klingen bringen.